Professor Korotkows Forschungsteam hat eine Apparatur entwickelt, mit deren Hilfe sich die Energetik von Wasser messen lässt. Sie funktioniert auf der Grundlage des Kirlian-Effekts. Jede Substanz, die in ein starkes elektromagnetisches Feld tritt, emittiert Licht. Je höher die Energie der Substanz, desto heller scheint sie. Das Wasser aus Venezuela wird nun mit gewöhnlichem Wasser verglichen. Das Wasser aus Venezuela ist nicht zwei- oder dreimal so energetisch. Es ist 40.000 Mal aktiver. Im Grunde muss man von zwei unterschiedlichen Flüssigkeiten sprechen. Ein Wasser mit diesem Energieniveau aktiviert sofort den ganzen Körper, wenn es getrunken wird. Das muss der Grund dafür sein, warum die Indianer in Venezuela trotz aller Entbehrungen ein langes und glückliches Leben führen. Sie wollen das moderne Leben der Großstädte gar nicht führen. Nirgendwo auf der Welt ist Wasser dasselbe. Dort, wo es durch die Oberfläche bricht, durch mineralisches Gestein oder Erz, nimmt es die Vibrationen und Informationen der Erde auf und erhält seine spezifische energetische Struktur. Wir haben ein Wasser getestet, von dem der Hersteller behauptet, es sei das beste Wasser auf der Welt. Doch es ist bloß leer und tot. Sicher. Es ist rein und wurde mit Mineralstoffen versetzt. Aber es ist totes Wasser. Ohne Energie und ohne Leben. Die meisten Menschen bemerken keinen Unterschied zwischen natürlich reinem Wasser und künstlich gereinigtem Wasser. Aber jedes Tier wird das Wasser aus einer Quelle immer vorziehen, denn es ist mit der Energie der Natur aufgeladen. Vor kurzem wurde ein weiteres einzigartiges Merkmal von natürlichem Wasser entdeckt. Seine Brennbarkeit. Natürliches Wasser ist brennbar. Der Grund für seine Brennbarkeit liegt darin, dass es auf eine ganz spezifische Weise strukturiert ist. In wissenschaftlicher Perspektive ist das Verbrennen ein Prozess der Oxidation, in dem Wärme und Licht abgegeben werden. Wasser verbrennt bei Umgebungstemperatur und die Lichtemissionen können mit Hilfe empfindlicher Instrumente nachgewiesen werden. Bei der Verbrennung wird Sauerstoff in einen erregten Zustand versetzt und ein anderes Material oxidiert. Die Verbrennung von Wasser läuft nur sehr langsam ab. Wäre das nicht so, dann gäbe es jetzt wohl kein Wasser mehr auf der Erde. Nirgendwo auf der Welt ist Wasser dasselbe. Dort, wo es durch die Oberfläche bricht, durch mineralisches Gestein oder Erz nimmt es die Vibrationen und Informationen der Erde auf und erhält seine spezifische energetische Struktur. Wir haben ein Wasser getestet, von dem der Hersteller behauptet, es sei das beste Wasser auf der Welt. Doch es ist bloß leer und tot. Sicher. Es ist rein und wurde mit Mineralstoffen versetzt. Aber es ist totes Wasser. Ohne Energie und ohne Leben. Die meisten Menschen bemerken keinen Unterschied zwischen natürlich reinem Wasser und künstlich gereinigtem Wasser. Aber jedes Tier wird das Wasser aus einer Quelle immer vorziehen, denn es ist mit der Energie der Natur aufgeladen. Vor kurzem wurde ein weiteres einzigartiges Merkmal von natürlichem Wasser entdeckt. Seine Brennbarkeit. Natürliches Wasser ist brennbar. Der Grund für seine Brennbarkeit liegt darin, dass es auf eine ganz spezifische Weise strukturiert ist. In wissenschaftlicher Perspektive ist das Verbrennen ein Prozess der Oxidation, in dem Wärme und Licht abgegeben werden. Wasser verbrennt bei Umgebungstemperatur und die Lichtemissionen können mit Hilfe empfindlicher Instrumente nachgewiesen werden.
Bei der Verbrennung wird Sauerstoff in einen erregten Zustand versetzt und ein anderes Material oxidiert. Die Verbrennung von Wasser läuft nur sehr langsam ab. Wäre das nicht so, dann gäbe es jetzt wohl kein Wasser mehr auf der Erde. Am 3. Juni 1940 wurde der sowjetischen Botschaft in Berlin eine Nachricht überbracht. Der Autor der Nachricht bat unverzüglich um eine Audienz. Wenn ich nicht vorgelassen werde, war all meine Arbeit für die Katz, schrieb Willy Lehmann alias Agent Breitenbach. Er berichtete dann von geheimen Forschungslaboren, in denen man versuchte, Benzin zu synthetisieren, nur aus Braunkohle und Wasser. Schon 1913 hatte Kaiser Wilhelm II. Angeordnet, der führende Chemiker Franz Fischer solle die Benzinversorgung des Deutschen Reiches sicherstellen. Der Mangel an eigenen Ölquellen stelle im Kriegsfall einen Nachteil dar. 1941 gelang es deutschen Wissenschaftlern tatsächlich, Benzin durch Hydrierung von Kohle herzustellen. Die Synthetisierungskosten waren allerdings 10-mal höher als bei der herkömmlichen Herstellung und das Benzin von so schlechter Qualität, dass eine Beschädigung der Fahrzeuge drohte, die damit fuhren. Nach Kriegsende wurden alle Bemühungen, Benzin mit Hilfe von Wasser zu synthetisieren, als nutzlos abgetan. Der chinesische Wissenschaftler Chang Guohua beschäftigt sich seit über 15 Jahren mit Benzin dieser Art. Ich werde jetzt demonstrieren, wie man eine Emulsion von Diesel und Wasser herstellt. Eine solche Emulsion hat zwei entscheidende Vorteile gegenüber herkömmlichem Treibstoff. Sie setzt mehr Kraft frei und führt zu weniger Abgasen. Hier haben wir ganz normalen Dieselkraftstoff. Und dies ist strukturiertes Wasser. Das Mischungsverhältnis muss 79% Diesel, 20% Wasser und 1% Lösungsmittel betragen. Zuerst gebe ich das Wasser hinzu. Chang stellt unter Beweis, dass die hinzugefügte Flüssigkeit auch wirklich Wasser ist. Und jetzt gebe ich noch das Lösungsmittel hinzu. Sofort bildet sich eine milchige Emulsion. Jetzt befülle ich das Auto mit der Emulsion. Wir haben die Messungen über einen langen Zeitraum vorgenommen und eine Leistungserhöhung von 5% bei einer Kraftstoffersparnis von 20% festgestellt. Folgendes gerät oft in Vergessenheit. Wenn man alle Bestandteile von Benzin analysiert, dann findet sich auch eine gewisse Menge an Wasser. Entfernt man nun chemisch restlos alles Wasser aus dem Benzin, dann brennt das Benzin nicht mehr. Das weiß man schon seit dem 19. Jahrhundert. Damit etwas brennt, ist immer eine gewisse Menge an Wasser nötig. Unter den persischen Sufis erzählt man sich eine Legende, in der einst ein weiser Mann den Tag vorhersagte, an dem alles Wasser auf der Welt versiegen und durch anderes Wasser ersetzt würde. Jeder, der von dem neuen Wasser trinkt, würde seinen Verstand verlieren. Nur ein Mann nahm diese Prophezeiung ernst und legte sich einen Wasservorrat an. Irgendwann kam der Tag, als alle Flüsse und Seen versiegten. Und der Mann, der auf den Weisen gehört hatte, labte sich an seinen Wasserreserven. Endlich füllten sich die Seen und Flüsse wieder und die Menschen tranken durstig von dem neuen Wasser und verloren alle ihren Verstand. Nur der Mann, der auf den Weisen gehört hatte, trank weiter seinen Vorrat und blieb bei Verstand. Schließlich war er der einzig Gesunde unter Wahnsinnigen und wurde daher als verrückt angesehen. Also vergoss er all seine Wasserreserven des alten guten Wassers, trank von dem neuen Wasser und verlor seinen Verstand. Fortan fühlte sich der Wahnsinnige, wie alle anderen, gesund. Unser Gehirn besteht zu einem großen Teil aus Wasser.
Bei der Bewegung der Wassermoleküle hinterlässt das Wasser eine Prägung in unserem Gehirn und ist somit in gewisser Weise an der Strukturierung von Informationen im Gehirn beteiligt. Wenn Sie die unterschiedlichen Organe wie das Herz oder die Lunge oder auch das Gehirn einer Kernspintomographie unterziehen, dann stellen Sie fest, dass diese Organe überwiegend aus Wasser bestehen. Im Grunde gibt es in Ihrem Kopf fast nichts außer Wasser. Stellen wir uns vor, wir hätten einen Probanden und eine Probe Wasser. Das Wasser beinhaltet eine ganze Reihe von verschiedenen Informationen. Wenn man nun dieses Wasser in den Probanden injiziert, dann wird sein Körper die Informationen im Wasser assimilieren. Auf diese Weise kann sich der Charakter eines Menschen vollständig ändern. Betrachten wir die Auswirkungen von Wasser auf das Blut des Menschen. Eine Ärztin entnimmt am Finger eines Patienten eine Blutprobe. Unter einem Spezialmikroskop lässt sich der körperliche Zustand des Patienten nur aus diesem einen Tropfen ablesen. Das sind rote Blutkörperchen, die ihre elektrische Ladung verloren haben und zu einer Art Gerinnsel verklebt sind. Hier sieht man auch einen großen Symplasten. Symplasten deuten auf Herzkrankheiten, Arthritis oder Lungenerkrankungen hin, die in der Zukunft auftreten könnten. Die Ärztin bittet den Patienten nun, eine kleine Menge strukturiertes Wasser zu trinken. Nach 12 Minuten wird eine weitere Blutprobe entnommen und untersucht. Man sieht hier sehr gut, dass die Zellen beweglich und geschmeidig geworden sind. Sie sind auch wieder elektrisch geladen und gewährleisten so einen störungsfreien Sauerstofftransport im Blut. Der pH-Wert nähert sich auch bereits wieder dem Normalniveau bei aerobem Stoffwechsel an. Ich finde es unglaublich, dass nur die Einnahme von Wasser so etwas bewirken kann. Die traditionelle fernöstliche Medizin basiert schon lange auf der Vibration und Resonanz des Wassers im Körper. Der Puls zeigt an, ob der Resonanzton richtig ist. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Puls hoch oder niedrig ist. Auf dieser Grundlage nimmt ein erfahrener Arzt einen Energiescan vor, stellt eine Diagnose und verschreibt eine Behandlung. Wir heilen nicht mit Wasser, denn der Mensch besteht ja fast nur aus Wasser. Die Patienten lesen Mantras, damit das schlechte Wasser in ihnen strukturiert wird. Wie genau diese Behandlung funktioniert, ist unbekannt. Doch in allen großen Weltreligionen gibt es die Praxis, vor einer Mahlzeit ein Gebet zu sprechen oder Essen an hohen Feiertagen zu segnen. Haben wir uns nicht schon oft gefragt, wieso wir das tun? Oder warum sich in so unterschiedlichen Religionen ein und dieselbe Praxis durchgesetzt hat? Warum schien unseren Vorfahren etwas so selbstverständlich zu sein, wofür unsere moderne Wissenschaft noch kaum eine Erklärung hat? Inzwischen weiß man, dass ein Gebet, egal aus welcher Religion oder in welcher Sprache gesprochen, zu einer Schwingungsvibration von 8 Hertz führt. Und diese Frequenz korrespondiert mit jener des Magnetfelds der Erde. Ein in Liebe ausgesprochenes Gebet schafft somit eine harmonische Struktur im Wasser. Wir nehmen an, dass jener Effekt durch eine spezifische Struktur der Wassercluster hervorgerufen wird. Das sollte uns als ein ganz praktischer Ratschlag dienen. Wir sollten unsere Mahlzeiten immer gut gelaunt einnehmen und niemals im Beisein von übelgesinnten oder aggressiven Menschen. Denn das könnte eine direkte negative Auswirkung auf unsere Gesundheit haben. Dr. Emoto hat noch ein anderes interessantes Experiment durchgeführt. Er füllte Reis in 3 Glasbecher und goss Wasser hinzu.
Einen Monat lang sagte er jeden Tag zum einen Becher, vielen Dank. Zum zweiten, du bist ein Idiot. Und den dritten Becher ignorierte er einfach. Nach einem Monat begann der Reis, bei dem er sich bedankt hatte, zu fermentieren und gab ein starkes, aber angenehmes Aroma ab. Der Reis im zweiten Glasbecher hatte sich schwarz verfärbt. Der Reis, den Dr. Emoto ignoriert hatte, hatte zu schimmeln begonnen.